Liebe Freundinnen und Freunde, ich grüße euch herzlich, wie ihr seht, aus dem verschneiten Berlin. Diese LDK ist nämlich anders, als wir sie uns eigentlich gewünscht hätten. Ihr seid, zumindest die meisten von euch, zu Hause wegen dieser Pandemie. Wir können nicht in Präsenz tagen, auch wenn wir uns so gerne mal wieder gesehen hätten. Aber auch ich bin gerade noch in Berlin und erst heute Nachmittag in Siegen, weil wir hier im Deutschen Bundestag noch zwei namentliche Abstimmungen zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes haben. Denn wir wollen diese Pandemie endlich hinter uns lassen und sie wirksam und ambitioniert bekämpfen. Wir haben immer wieder neue Virusmutationen, wir haben die vierte Welle und wir wollen verhindern, dass es eine fünfte und eine sechste gibt. Und ja, alle haben es schon gesagt, dafür müssen wir endlich mehr impfen, mehr boostern und dafür sorgen, dass wir endlich rauskommen aus diesem Kreislauf von Öffnen und Schließen. Deswegen sind wir heute gerade noch hier und insofern startet diese Regierung, die sich jetzt gebildet hat, auch mit ganz, ganz schwierigen Vorzeichen. Aber ja, wir haben eine neue Bundesregierung. Seit Mittwoch ist Olaf Scholz als Bundeskanzler gewählt. Und ja, seit Mittwoch sind auch unsere grünen Bundesministerinnen und Bundesminister im Amt. Robert Habeck, Annalena Baerbock, Cem Özdemir, Anne Spiegel und Steffi Lemke. Und mit ihnen die vielen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, die Kulturstaatsministerin im Kanzleramt. Sie alle werden in den nächsten Jahren die Politik in der Bundesrepublik Deutschland prägen. Und ich glaube, sie werden sie grün prägen. Und das ist auch das, was ansteht. Machen wir uns nichts vor, die Herausforderungen sind riesig. Nach 16 Jahren unionsgeführter Bundesregierung, nach 16 Jahren der Blockade all dessen, was wir eigentlich gebraucht hätten. Eine Blockade im ökologischen Sinne, die wir jetzt aufbrechen mit einem vorgezogenen Kohleausstieg, mit einem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und mit einem klimaneutralen Umbau der Industrie. Ein Thema, das gerade bei uns in Nordrhein-Westfalen eine große Rolle spielen wird. 16 Jahre Blockade beispielsweise aber auch in gesellschaftspolitischen Themen. Es ist gut, dass wir endlich den Paragraphen 219a ersatzlos streichen und das Selbstbestimmungsrecht von Frauen wirklich ernst nehmen. Und es ist gut, dass wir auch an vielen anderen Stellen für mehr Gerechtigkeit sorgen, mit einer Kindergrundsicherung, die dafür sorgt, dass kein Kind mehr in Armut leben und alle Kinder dem Staat gleich viel wert sind. Wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen in dieser Koalition und wir starten in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Wir sind mitten in dieser Pandemie und deswegen sind diese 100 Tage, die andere Regierungen zu Beginn oft haben als Schonfrist, jetzt einfach gar nicht da. Wir müssen sofort starten. Annalena Baerbock ist als Außenministerin direkt nach Paris geflogen, um dort die deutsch-französische Freundschaft zu stärken. Sie ist dann weitergefahren nach Brüssel, um die Europäische Union als den Rahmen all dessen, in dem wir Politik machen, weiter zu beleben. Und alle anderen Ministerinnen und Minister haben in ihren Häusern gestartet, bei den Beschäftigten für den Wandel zu werben, der jetzt ansteht. Wandel Richtung mehr ökologischer Gerechtigkeit und einem ambitionierten Klima-, Natur-, Umwelt- und Artenschutz, aber eben auch ein Wandel zu mehr Gerechtigkeit und mehr gesellschaftlicher Liberalität. Das ist das, was ansteht. Und ja, diese Bundesregierung startet in schwierigen Zeiten, aber sie hat auch alle Chancen dieser Welt, etwas Gutes zu erreichen. Und dafür braucht sie unbedingt die Partnerinnen und Partner in den Ländern und insbesondere im größten, im bevölkerungsreichsten Land Nordrhein-Westfalen. Und hier kommen wir ins Spiel. Wir müssen dafür sorgen, dass ab dem Mai 2022 es eine neue Landesregierung in Nordrhein-Westfalen gibt, die diesen Aufbruch mit unterstützt und hier gemeinsam auch antreibt. Wir brauchen eine Landesregierung, die die Ziele der Bundesregierung zum erneuerbaren Energienausbau nicht konterkariert durch unsinnige Regelungen wie die 1000 Meter Abstand zwischen Wohnbebauung und Windkraftwerken. Und wir brauchen eine Landesregierung, die endlich für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgt, die die soziale Spaltung auch in Nordrhein-Westfalen bekämpft und das Aufstiegs- und das Gerechtigkeitsversprechen, das unser Land geprägt hat, mit neuem Leben füllt. Dafür werden wir alles tun und dafür werden wir kämpfen. Dafür werden wir heute ein ambitioniertes Landtagswahlprogramm beschließen, das all diese Themen mit Leben füllt. Wir werden 90 Kandidatinnen und Kandidaten wählen, die in den nächsten Monaten für unsere Inhalte werben werden. Auf den Straßen, auf den Podiumsdiskussionen, im Netz und überall dort, wo sie aktiv sind. Dafür brauchen wir euch alle. In den Ortsverbänden, in den Kreisverbänden, lasst uns gemeinsam den größten Wahlkampf und den erfolgreichsten Wahlkampf unserer Geschichte hinlegen. Denn wenn wir ehrlich sind, mit dem, was wir jetzt im Bund haben, können wir noch nicht zufrieden sein. Wir sind beteiligt an dieser Bundesregierung, aber wir haben uns mehr vorgenommen und wir sollten uns auch für Nordrhein-Westfalen mehr vornehmen. Wir werden alles dafür tun, so stark wie möglich zu werden und die nächste Landesregierung zu prägen. Denn die große Erfahrung der letzten Wochen ist doch, es wäre noch mehr drin gewesen, wenn wir Grüne bei der Bundestagswahl noch stärker geworden wären. 15% sind gut, um vieles zu erreichen, aber 15% reichen nicht aus, um all unseren Ansprüchen gerecht zu werden.
Diese Regierung hier in Berlin ist nicht Rot-Grün plus FDP, sondern sie ist eine sehr komplizierte Konstruktion aus drei unterschiedlichen Parteien. Und nur weil man im Wahlkampf sagt, dass man für Klimaschutz ist, heißt das nicht, dass man sich intern in den Verhandlungen auch dafür einsetzt. Wir haben ganz oft die Erfahrung gemacht, dass wenn es wirklich darauf ankam, wir allein auf weiter Flur standen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir so stark wie möglich Teil der nächsten Landesregierung werden. Und all die, die sagen, Mensch, ihr Grünen, warum habt ihr nicht noch mehr in den Verhandlungen rausgeholt? Die sollten insbesondere jetzt die Grünen im Land wählen und dafür werben, dass es noch mehr tun. Wir haben uns viel vorgenommen und ich bin optimistisch, dass es gelingen wird. Denn wenn wir uns anschauen, vor welchen Krisen wir stehen, der Klimakrise, der Krise der Artenvielfalt, aber auch internationalen Krisen, wie wir sie jetzt an der belarussisch-polnischen Grenze sehen, dann kommt es doch umso stärker auf uns Grüne an, auf eine Politik, die wertegeleitet ist, auf eine Politik, die Menschen ernst nimmt, die Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt setzt und die Menschenrechte verteidigt. Wir haben uns viel vorgenommen und ich freue mich auf all das, was vor uns steht. Ich freue mich auf dieses Wochenende mit euch. Ich freue mich, euch bald wieder in echt zu sehen. Ich freue mich auf den Wahlkampf und ich freue mich darauf, dass wir Nordrhein-Westfalen nach der Landtagswahl am 15. Mai 2022 wieder mitgestalten können und ein grünes Jahrzehnt auch in unserem wunderschönen Bindestrichland starten können. In diesem Sinne ein schönes Wochenende uns allen und bis später.